Frenkel frotzelt. Heute. After Hate. Der Videoblog. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von After Hate, der Show, die sich um Hater kümmert. Hater, die ja so ungeliebt sind, die keiner mag. Ja? Ich mag Hater. Und warum mag ich Hater? Weil Hater lustig sind. Und das möchte ich euch mit dieser Show auch ein bisschen näher bringen, damit ihr wisst, Hater sind ganz toll. So, und wir fangen an mit einer Zuschrift, einem Kommentar von einem gewissen Floß Unboxing. Und zwar zum Let's Play Werkfeuerwehrsimulator 2014, Folge 12, die da hieß Oben ohne. Und ich zeige euch mal zunächst, um welche Passage in dem Video es geht. Den Einsatz habe ich ja super gelöst jetzt letztendlich noch. Ich bin total stolz auf mich. Ich hau mir gerade mal auf die Schulter. Hört ihr, wie das klatscht? Ich sitze wieder oben ohne hier. Das sage ich natürlich nur, um euch alle horny zu machen. Nein, es ist einfach zu heiß. Ich kann kaum arbeiten hier. Es ist ein Albtraum. Wisst ihr ja selber. Scheiß Sommer! Flo's Unboxing reagiert darauf wie folgt. Es hat 20 Grad und du Lappenschwitz. Also ich versuche das so vorzulesen, wie er es geschrieben hat. Und du Lappenschwitz, wenn du vorm Computer sitzt, such dir den richtigen Job und nerv nicht alle mit deinen scheiß Rolltoren, die zu sein müssen. Du kannst nämlich nix. Nämlich mit nix. Martin ist kein Partner und hatte durch, bevor du TLF warst. Alles klar. So, Flo, wie du wahrscheinlich wirklich heißt. Wenn ich mir deinen Kommentar so durchlese, ist 20 wahrscheinlich nicht nur die Temperatur bei dir gerade, sondern auch dein IQ. Ich versuche es jetzt mal ganz, ganz besonders langsam dir zu erklären, damit es du auch verstehst. Also pass auf. Wenn du ein Video von mir anschaust, dann ist das keine Live-Übertragung, sondern aufgezeichnet. Es kann also durchaus sein, dass es während der Aufnahme bei mir sehr, sehr heiß war und dann bei dir, da du das Video später guckst, als ich es aufgezeichnet habe, ja, dass es da bei dir deutlich kühler war. So, ich hoffe, das hast du jetzt endlich verstanden. Bitte. Der nächste Kommentar kommt von VialXHD und zwar zum Let's Play OMSI, der Omnibus Simulator, Folge 23. Da habe ich was ganz, ganz Schlimmes gesagt. Ich zeige es euch mal kurz. Mal ein bisschen schneller. Ja. Ihr Schnarchnasen. Danke. Wir sind hier doch in Hamburg und nicht in der Schweiz. Macht mal ein bisschen schneller. VialXHD schreibt dazu folgenden Kommentar und ich fürchte, der ist ernst gemeint. Ja, es tut sehr weh, aber ich glaube, der meint es wirklich ernst. De-Abo, du hast die Schweiz beleidigt, Hurensohn. Ja, aber stimmt doch auch, oder? Schweiz, du Dreckschwein, Schweiz, du Blödmann, die Schweiz hat einen fetten Arsch und einen kleinen Bellermann. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße, geh doch nach Hause, blöde Schweiz. Leute, bitte. Philipp Knorr schreibt zum Let's Play Werkfeuerwehrsimulator 2014, Folge 23, dieses. Fahr doch auf der Straße, du Spast. 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 Philipp, Spast. Ein S. Kommt von Spastiker. Und jetzt hat der kleine Philipp mal wieder was dazugelernt und kann morgen im Kindergarten damit angeben. Ich habe einfach einen Bildungsauftrag. Ein wunderschöner Kommentar, unglaublich sexy, kommt von einem gewissen Tarat 9019 oder einer gewissen Taraf 9019. Und zwar zum Mini-Let's Play Landwirtschaftssimulator mit Mone und Konsole, Folge 1. Und zwar, ich zeige euch erstmal, um was es geht. Das ist meine Hütte, mein Zuhause. Ja, aber da kannst du nicht rein. Warum? Flugzeug irgendwo? Sieht eigentlich ganz schön aus, ne? Obwohl es Xbox ist. Zu dieser meiner unglaublich frevelhaften Aussage hat Tarat folgendes geschrieben, Zitat, obwohl es Xbox ist, Punkt, 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 das gibt ein Dislike. Hat der böse, böse alte Mann dein Lieblingsspielzeug beleidigt, du armer kleiner Schlumpf? Willst du ein Taschentuch? Sie beide. Leute, bitte. Zum Thema Feuerwehr, und zwar Stammzuschauer wissen Bescheid, ich sage ja immer, dass Feuerwehrfahrzeuge, die zum Einsatz fahren, dass die während der Fahrt zum Einsatz die Rolltore bereits geöffnet haben müssen. Dazu kommt folgender Kommentar von einem gewissen Max Krümel, der schreibt zum Let's Play Flughafenfeuerwehrsimulator 2013 Folge 31 dieses. Ganz ehrlich, du nervst sowas von mit deiner Dienstvorschrift, es wäre besser, wenn du die Klappe hältst. Und wenn nicht, kleiner Krümel, schickst du mir dann einen großen Bruder vorbei, der mich zusammenschlägt? Weil der ja schon 12 ist?
Ein gewisser Hauke Dier schreibt mir zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 Folge 2 diesen Kommentar. Stadttrottel, das kann sich ja keiner mit ansehen. Du solltest das lassen. Ja, Hauke, du bist nicht das erste Landei, das meinem Humor intellektuell nicht folgen kann. Das bin ich mittlerweile gewöhnt auf YouTube. Ich glaube dir gern, dass du mir in puncto Landwirtschaft überlegen bist und gerade deswegen muss ich sagen, bin ich sehr erfreut, dich kennenzulernen. Den Bauern mit den größten Kartoffeln, ja, von dem habe ich bislang immer nur gehört. Scheiße, den gibt's wirklich. Ein gewisser Die to Get Rich schreibt zum Best of Frenkel Frotzelt Folge 4 diesen Kommentar. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich dich abonniert habe. Du laberst so viel gequirlte Scheiße, kaum zu glauben. Daumen drunter? Daumen drunter? Abo weg und ein dummes Kommentar hinterlassen? Check. PS, du bist der schlechteste YouTuber, den es gibt. Ich gebe dir zu 100% recht, mein lieber Die to Get Rich. Das war wirklich ein dummes Kommentar von dir. Aber ein saudummes Kommentar. Aber sowas von dummes Kommentar. Ah, ein weiterer Kommentar zum Let's Play Werkfeuer Simulator 2014 Folge 12. Und da schreibt ein gewisser Matthew Grubert diesen Kommentar. Du Opfer, kannst nix und machst nix. Alter, leer, nah, besser, speilen. Ich habe gerade eine saugeile Idee für Wetten, dass. Wetten, dass es Herr Frenkel schafft, das Alter eines YouTube-Nutzers anhand nur eines Kommentars exakt zu bestimmen. Matthew, das war echt ein niedlicher Beitrag von dir. Ich würde sagen, melde dich wieder, wenn dir das erste Sackhaar gewachsen ist, dann entsperre ich dich vielleicht zur Feier des Tages wieder. Mr. Evil LP. Also ich hoffe, der Name hält Wort. Mr. Evil LP hat einen Kommentar geschrieben zu Achtung, Durchsage, der Infovideoblog, Episode 1, und zwar dieses. Ich habe dich deabonniert, weil man in deinen Let's Plays immer mehr merkt, dass du es nur für Geld machst. Eine Bitte an die Regie an dieser Stelle. Könntet ihr diesen Einspieler nochmal bringen, da diesen Klassiker? Kommt sofort. Danke. Nicht und wieder. Immer wollen sie mich deabonnieren. Bitte nicht deabonnieren. Das macht mich völlig fertig. Siehst du nicht, wie ich leide? Ich kann so nicht mehr leben. Hör doch bitte auf zu deabonnieren. Mirko Schumann. Schumann ohne H. schreibt folgendes zum Let's Play Citybus Simulator München. Episode 1. Und zwar diesen Kommentar. Deine Tutorials stimmen überhaupt nicht. Wenn du nicht weißt, wie man den Citybus Simulator München spielt, mach keine Folge. Mirko, weil sonst was ist? Weil du mir sonst mit deiner Rassen auf den Kopf haust? Ich bitte dich, Mirkolein. Dave Iade Luca, könnt ihr mal ein bisschen einfache Namen haben, bitte? Hat einen Kommentar geschrieben zum Let's Play Flughafen Feuerwehr Simulator, und zwar Episode 5, und da schreibt er folgendes. Du bist so dumm. Dave, du bist so gesperrt. Wir sind bei Robin Eckner, der mir einen Kommentar geschrieben hat zum Let's Play GTA 5 Folge 10. Und da hat er folgendes geschrieben. Ich will das Video auch sehen, wieso geht es nicht, stellt es so ein, dass es funzt. Oder bist du dafür? Punkt. Zu dumm. Auch der kleine Robin kann jetzt aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Er darf ab sofort nicht mehr damit spielen. Ein weiterer Kommentar kam zum Let's Play GTA 5 Folge 8 von einem gewissen Marquis oder Marzi, also M-A-C und mehrere I's hintereinander. Und der schreibt, bitte mit etwas mehr Logik und Hirn spielen. Gott. Lieber Marzi, du musst mich nicht Gott nennen. Jesus reicht mir völlig. Halleluja, 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 Halleluja. Erst am vergangenen Wochenende kam folgender Kommentar zum Let's Play GTA 5 Episode 17, und zwar von einem gewissen Benjamin Berger. Der schrieb, Alter, Gronkh ist besser, du bist voll behindert. Ich bin ja jetzt mittlerweile oder manchmal seit meiner Zeit auf YouTube dafür, dass man Kindergärten auch am Wochenende öffnet, abschließt und nie wieder aufschließt.
Aber du, mein Benjamin, du hast jetzt immerhin schon mal was in deinem Leben erreicht, ne? Du wurdest von mir gesperrt. Kannst du später in deinen Lebenslauf packen. Kai Carsten schreibt in einem Kommentar zum Let's Play Werkfeuerwehrsimulator 2014, Episode 18, folgendes. Du bist so ein Typ, der likegeil ist immer und immer wieder, lass dein Like da immer. Du bist ein schlauer Carsten. Du hast das gut erkannt. Das hat vor dir noch überhaupt keiner bemerkt. Ich glaube, du heißt gar nicht Kai Carsten in Wirklichkeit, sondern Sherlock. Sherlock Holmes. Stimmt's? Wir kommen zu einem Zuschauer, der sich Scheiße, ich muss aufs Klo nennt. Ja? Um mal ein bisschen das Niveau hier zu heben bei After Hate. Und zwar hat er einen Kommentar geschrieben zum Let's Play Together NHL 14 Online mit Bloody LP. Und zwar zu Episode 5. Und da schreibt er, Hahaha, ihr seid so Opfers. Hahaha, ihr seid so Opfers. Opfers. Genau, wir sind ja die Opfers. Conqueror Dash. Conqueror Dash, was für ein cooler Name, Conqueror Dash. Hat einen Kommentar geschrieben zu Best of Fatal Frotzelt, Episode 11. Bisschen länger, ich lese mal vor. Lieber Harald, ich bin einer deiner größten Ignoranten. Ich mag deine Videos nicht und versuche dich daher zu ignorieren. Könntest du bitte nie wieder auf irgendeinen Kommentar oder sonstiges von Pfosten 12 eingehen, da dieser mich und andere Leute leider mit deinen Videos bombardiert? Guter Mann, guter Mann. Da ich all deine Videos, die er mir schickt, disliken und melden muss, wäre dies auch in deinem Interesse. Viele Grüße, ein Kerl aus dem Internet, der keine Simulatoren mag. Ja, Conqueror Dash. Mausebärchen, jetzt kommt mein Tipp von einem Erwachsenen. Sowas regelt man eigentlich direkt unter vier Augen. Also du in dem Fall mit Pfosten 12. Ja, wenn man erwachsen ist, wenn man mal groß ist. Sollte eigentlich aber jetzt auch kein Problem sein, weil ihr trefft euch sicherlich täglich im Kindergarten. Und ich meine, ich gehe ja auch nicht hin und rufe bei Justin Bieber an, nur weil ich irgendwie durch die Würzburger Fußgängerzone laufe, ja. Und dort wieder irgend so ein mexikanischer Panflötenhorst irgend so ein Lied von dem da trötet. Nö, da hau ich auch gleich dem auf die Fresse. Alles klar? Pussy. GT Girl 15, GT Girl 15 schreibt einen Kommentar zum Let's Play Happy Wheels Folge 21. Die hieß Ich töte Gronkh und Sarazar. War, glaube ich, in der ersten Staffel meiner Happy Wheels Reihe. Und da schreibt GT Girl 15, Daumen runter und ich habe noch nicht mal das Video gesehen. Dafür reicht der Titel. Ja, mein Schatz, und wie nennt sich das dann? Vorurteil und... Das ist ganz schlechte Charaktereigenschaft. Da solltest du dringend dran arbeiten, meine Süße. Der nächste Kommentar kommt zum Let's Play GTA 5, Folge 5. Die hieß Geile Hupe Made in USA. Und da schreibt ein gewisser Steven Kracht ganz kurz und bündig, knackig, schlechter Let's Player. Steven, schlechter Kommentarschreiber. Ganz schlechter Kommentarschreiber. MILF Hunter 2003, wenn das das Geburtsjahrgang ist, dann ist der nicht, dann ist der kein Milfhunter, dann ist der ein Milchhunter normalerweise noch, ne? Wisst schon, Mama und so. Ja, der hat geschrieben zum verrückt gespielt Black Ops 2 Multiplayer als Pazifist, Folge 1. Und ich betone nochmal, ich habe gespielt als Pazifist im Gandhi-Style und da schreibt er folgendes. Du bist schleckt, du musst Leute killen, das ist doch der Sinn, du Homo. Ich halte das nicht mal aus. Der meint es nicht ernst. Sag bitte, dass das ein Witz ist, dass jetzt gleich irgendwo der Typ von der versteckten Kamera aus dem scheiß Busch springt und sagt, das ist alles nur ein Scherz. Die Menschheit ist nicht so dumm. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich krieg die ganze Dummheit hier in meinem Kanal. Die ganze Dummheit dieser Welt.